Hallo ihr Lieben, mein Name ist Marie Schumann von der Firma Habermann in Hannover und ich möchte euch heute in unserem Habermann Healthy Life Cooking Channel ein wichtiges ernährungsphysiologisches Thema vorstellen. Heute geht es um Bulgur und dabei im Speziellen um folgende Unterpunkte. Was ist Bulgur? Nährstoffreich durch Parboiling-Verfahren. Ballaststoffbombe. Was ist eigentlich Bulgur? Bulgur ist ein Hartweizengrieß. Gleiches Produkt ist der Couscous, nur der Unterschied zum Bulgur ist der Vermahlungsgrad. Das heißt, der Couscous ist ein fein vermahlener Grieß und der Bulgur nur ein grob geschrotetes Hartweizen oder Weizenkorn. Der Bulgur ist ein sehr nährstoffreiches Produkt. Ähnlich wie ein Vollkornprodukt enthält der Bulgur sehr viele Vitamine und Mineralstoffe. Das liegt daran, dass er in einem speziellen Verfahren, das nennt sich das Parboil-Verfahren, durch spezielle Druckverhältnisse werden die Nährstoffe ins Innere des Korns gepresst und dann wird er geschält. Das heißt, er hat viel bessere Nährstoffe als ein Weißmehlprodukt, aber immer noch nicht so gut wie das Vollkornprodukt. Den Bulgur gibt es auch in der Vollkornvariante zu erhalten. Dann ist er besonders nährstoffreich, denn hier haben wir das volle Korn vermahlen. Es sind alle Nährstoffe, alle Vitamine und Mineralstoffe, aber auch die Ballaststoffe enthalten. Wer zu den Ballaststoffen noch ein bisschen mehr erfahren möchte, der kann jetzt gerne die Infobox anklicken. Und nicht vergessen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann unbedingt unten auf Abonnieren gehen. Dann bekommt ihr jeden Mittwoch neue spannende Videos auf unserem kostenlosen Kanal zu sehen. Und das Beste, ihr könnt jede Woche eine kostenlose Ernährungsberatung gewinnen.